Ja, das ist doch mal richtig, richtig gut. Auswerfen, eins, zweimal kurbeln und Biss. Bisher 11-mal geworfen, 11-mal einen Fisch dran gehabt. Relativ schnell, innerhalb kürzester Zeit, schon die ersten Brocken. 6 Minuten jetzt hier und 11 Fische im Kescher. Das schmeckt. Zack, der nächste. Nur was Kleines, aber immerhin. Ich bin hier gerade an einer Stelle, wo es gerade eben noch hieß, Alden 4 mongolische Rotfedern gefangen. Und da habe ich gedacht, ja, wie denn jetzt? 4 mongolische Rotfedern? Kisk. Ich hoffe, ich spreche das so richtig aus. Hatte ich gerade angesprochen. Er hat nämlich gerade einen schönen Wochenrekord mit der Rotfeder gemacht. 4 Stück hat er geschrieben, alle auf dem Zander Kunstköder. Und weil der Fisch ja gar nicht, zack, next, weil der Fisch ja gar nicht so groß ist, bin ich hier jetzt mit dem Zander Kunstköder mit einem 4er Haken. Wir gucken uns das alles gleich im Detail nochmal an. Und ich werfe jetzt hier, wie gesagt, einfach mal testweise, immer nur da vorne zu diesem Busch. Also den Busch werfe ich hier die ganze Zeit an. Und macht dann Jigführung. Ich habe noch gar nicht viel getestet, aber da muss ich sagen, das war jetzt schon richtig, richtig gut. 1, 2 Umdrehungen, immer so ein bisschen warten. Jigführung steht die ganze Zeit da. Zack, guck, da ist schon der nächste Biss. Auch schon ein paar, die so ein bisschen in die Bremse gegangen sind. Gerade schon die Kamtschatka Regenbogen, die ein bisschen Bock hatte. Also, da geht einiges gerade und nicht nur kleine Keters, sondern kunterbunt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit auswerfen, wie weit und oder wohin werfen. Jetzt wird hier abgefächert sozusagen, die gesamte Area gescannt. Wo, zack, next. Also bisher immer nur zu dem Busch werfen, läuft schon richtig gut. Das ist doch schon angenehm. Und ich glaube, wenn ich hier sogar noch vielleicht ein bisschen feiner reingehen würde, Maso, hier war auch gerade der erste, war auch 1,5er Maso, 4 Kilo Regenbogen. Also hier geht tatsächlich ein bisschen was. Werf mal ein bisschen weiter raus. Ich habe bisher mit dem Köder immer nur so halb aufgeladen auf dem Setup hier. Und ja, so 50% ausgeworfen. Jetzt werfen wir einfach mal ein bisschen weiter in den hinteren Bereich. Mal gucken, was da geht. Und das Ganze ist natürlich auch wie immer extrem jetzt hier wieder vom Wetter abhängig. Wir haben es heute bewölkt. Ich sag mal, es sind mittelwarme Temperaturen, eigentlich so Durchschnittstemperaturen. Nicht zu warm. Wir gucken gleich nochmal auf den Tagesdurchschnittswert. Und es passt eigentlich jetzt schon ganz gut. Also, kurzer Blick rein ins Wetter. Ja, ja, es wird wärmer heute. Also, gerade war es noch so um die 17 bis 19 Grad. Und ja, jetzt mit dem Tageswechsel wird es dann doch noch mal ein bisschen wärmer. Aber es funktioniert. Es funktioniert richtig, richtig gut. Zack, guck mal da. Also, gar nicht viel kurbeln, gar nicht viel jiggen. 1, 2 Drehungen machen und sofort ist hier der Biss. Das ist immer ein hervorragendes Zeichen für einen guten Spot beziehungsweise auch für einen gut laufenden Köder. Denn so, zack, guck mal da, eine Drehung, sofort Biss. Jetzt einfach mal den nächsten Busch hier vorne angeworfen. Und danach geht's weiter und danach geht's weiter und danach geht's nochmal so ein bisschen gegen die Strömung auch. Also Stück für Stück testen, wo sind die Brocken, wo geht was. Aber wenn das hier schon so weitergeht und so anfängt, da, zack, noch nicht mal gekurbelt. Im Absinken lassen, ballern sie schon rein. Ja, das Ganze funktioniert gerade, wie gesagt, mit dem Zander Kunstköder. Zander Kunstköder ist einer der wichtigsten Köder zum Skillen der Kunstköderherstellung. Das Ganze ist natürlich relativ teuer. Das würde ich auch nicht machen, wenn mir noch irgendetwas an Setup fehlt. Das ist wirklich was, was man machen kann, wenn man keine anderen Sorgen mehr hat im Game. Weil das echt teuer ist, wahnsinnig viel Silber verschwendet.
Und wenn man gerade dabei ist, auf eine vernünftige Rolle oder Route noch zu sparen, dann macht das ja echt keinen Sinn, sein Silber da rein zu pulvern. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Spieler, die schon keine anderen Sorgen mehr im Game haben und die dann dementsprechend schon Kunstköder skillen. Wenn du Bock hast auf Kunstköder skillen, einfach mal reingucken auf den Kanal, Kunstköder eintippen. Und da gibt es natürlich auch ein Video zu, ein Tutorial, wie man da am besten und am schnellsten vorgeht. Ich habe jetzt, Alter, das ist einfach der Hammer. Ich habe jetzt vor kurzem auch nochmal ein bisschen weiter geskillt, ein bisschen die Happy Hour genutzt und nochmal ein bisschen weiter geskillt. Ganz viel habe ich jetzt auch mit den kleinen Spinnern noch weiter geskillt, weil die auch immer gerne mal so als Giveaway rausgehen beim Belaya-Turnier an die Low-Level-Angler, damit die da schon mal einen guten Start haben. Und ja, dieser Zander-Kunstköder, auch das ist natürlich einer von den wichtigsten Ködern. Ich glaube, ist schon wieder was dran. Nee, doch nicht. Von den wichtigsten Kunstködern. Wir gucken uns das Setup jetzt einfach mal im Detail an. Ich ziehe einfach nochmal eben hier raus. Jetzt haben wir gerade Mittagszeit. Vielleicht ist ja jetzt ein bisschen Flaute. Vielleicht auch nicht. Wäre ja gut, wenn es einfach die ganze Zeit durchgeht. Aber das ist doch schon mal richtig, richtig gut. Vielen Dank fürs Teilen des Spots und der Info. Also das macht schon richtig Bock hier. So kann das gerne weitergehen. Und ich teste jetzt auch hier einfach weiter. Denn wenn hier gleich noch irgendwo die mongolische Rotfeder dabei ist. Hier war jetzt gerade zweites Mal schon Buckelachs. Vielleicht hat er aber auch einfach nach unten geworfen. Und durchgeleiert. Das ist halt jetzt immer die Frage, ne? Das ist immer die Frage. Guck mal hier, Tempo 29. Es fing so ein bisschen an zu flackern. Auch da einfach jetzt gegen die Strömung schön ziehen und durchleiern. Kann man auch machen. Bisschen langsamer. Na guck, also funktioniert ganz, ganz vieles. Und das dann, wie gesagt, mit recht kleinem Haken. Also das Gesamtsetup, na klar, Endgame-Setup. Genauso kannst du dich hier hinstellen mit der Karma-Mächter, mit einer HSV, also mit dem Yama-Set-Start. Auch dazu gibt es ein Video. Einfach mal reingucken auf der Playlist Yama. Da ist das auch mit drin. Beziehungsweise bestimmt auch in den Tutorials. Da wird das auch erklärt. Auch zum Koori-Angeln oder Angeln auf Hecht an der alten Festung. Also mehrfach schon beschrieben. Das Setup ab Level 20. Im Was kaufen ab Level 20 Video ist es natürlich auch drin. 13 Kilo Fluorocarbon komplett. Oder ihr nehmt eine Braid und macht dann ein Vorfach drauf von 9 bis 15 Kilo. Ich glaube, so ganz schwer würde ich hier gar nicht reingehen. Ich überlege auch schon, ob ich auf 9 Kilo runtergehe. Aber im Moment teste ich immer ganz gerne hier auf 13 Kilo Fluorocarbon. Und dann eben hier der Zander Kunstköder. Ich gehe mal ins Detail, denn das sieht hier so aus. Recht klein. Also schlank, schmal und dann hier unten einen ziemlich kleinen Haken. Einen Viererhaken hier gerade nur drauf. That's it. Vierer Puschelhaken und ja, normal steht man hier häufig oder gerne auch mal mit einem 2-0er und das ist jetzt, wie gesagt, hier der ganz, ganz, ganz kleine. Von den Zander Kunstködern gucken wir mal eben rein. Auch ich habe natürlich zig Stück davon auch noch rumliegen, aber ich nutze die in verschiedenen, also 1, 2, 3, 4, also 5 Stück habe ich jetzt quasi vorbereitet und ich habe da einfach immer die Haken geändert. Einser Haken ist hier drauf. Hier ist dann mal ein 4-0er Haken drauf. Dann haben wir hier einen 2-0er Haken drauf und einen 2er Haken. Also verschiedenste Stärken, verschiedenste Größen der Haken sind da drin. Und so richte ich quasi also den Köder immer nach dem Fisch, beziehungsweise die Hakengröße nach dem Fisch. Wenn das jetzt, also wenn ich jetzt als Ziel eher, wie gesagt, diese Rotfeder hatte, dann gehe ich da natürlich ein bisschen kleiner ran mit dem Viererhaken. Ich habe auch jetzt in dem Fall mal einen Puschelhaken genommen und dann testen wir doch mal, ob auf diesen etwas kleineren Köder, ob da drauf dann eben auch diese Rotfeder draufballert. Ansonsten denke ich mal, ist so ein 1er oder ein 1-0er immer ein ganz guter Durchschnittswert. Na guck, selbst das Durchleiern mit der Strömung hier funktioniert und liefert. Das ist richtig, richtig nice. Ich bin super happy damit. Also, ganz cooler Spot. Achso, vom Spot. Wir stehen hier ganz nah an der Base. Ganz nah an der Base, am Spawn. Direkt hier vorne auf 76, 206. Stand auch gerade schon ja so in der Nachricht. Also, da kann man sich echt gut hinstellen. Und jetzt heißt es einfach testen,
wo wirft man hin, aber bisher scheint es in allen Richtungen gut zu funktionieren. Der Zander Kunstköder, einfach der beste Allround-Köder. Also testen, 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 ihr Lümmels. Ausprobieren, rausziehen die Brocken. Ich habe bisher leider noch keine Rotfeder. Die sind aber auch einfach zu selten, die Dinger. Und mit viel Glück ballert hier was rein. Oh ja, vielleicht hole ich mir auch gleich nochmal die Matchrute und gehe dann hier mit der Matchrute auf Pose nochmal rein. Lass hier so ein paar Insekten durchtreiben. Vielleicht triggert das ja auch hier an der Stelle. Und mit Glück geht hier auch nochmal so ein Masu rein, ne? So ein schön großer Masu. Wäre doch was. So, was haben wir hier? Oha, auch nicht schlecht. 5 Kilo Dolly. Na, schmeckt auch. Also, Petri Lümmels, Dankeschön nochmal ans Teilen an den, ich kann es nicht aussprechen, Kisk, maybe, so. Und ja, zieht raus die Brocken. Vielleicht habt ihr ja Glück, dass hier direkt irgendwelche Rotfedern reinballern. Bis dahin, Petri.